Ihr seht schon, ich habe mich noch ein bisschen dicker angepackt, weil das Nikolaus, ist. Hi, hallo, grüße. Ja, jahrelang nicht gesehen, wiedererkannt. So, ich muss mich natürlich total recht herzlich bedanken bei Anita und Maya, denn die waren gerade da. Ich hätte dann sicher auch die Kamera anmachen können, aber es waren zu viele Kunden da. Ich musste dauernd Kunden bedienen, dann geht das nicht. Ich bedanke mich jetzt total recht herzlich bei Anita und Maya, die da waren, die mir auch einen kleinen Nikolauskim vorbeigebracht haben, was ich sehr nett finde, deswegen halte ich es hier auch hoch. Und ich habe hier meinen besten Freund natürlich bekommen, ne, beim Ausmisten gefunden. Kommt in eine Ehrensache, da denke ich mir irgendwas Tolles aus, da bleibt er dann auch. Und ja, und dann waren sie natürlich bei Kaufland, ihr wisst ja, was bei Kaufland los war. Ne? Da sind dann hier solche Sachen. Ich habe leider hier weit und breit kein Kaufland. Ich habe in München Gladbach ist Kaufland. Muss ich scharf nachdenken. München Gladbach ist Kaufland. In Düsseldorf und so weiter. Also bei mir hier ist leider kein Kaufland. Deswegen komme ich da auch leider nicht dran. Ich bedanke mich total recht herzlich dafür. Ich habe auch gerade so Painted. Das ist was ganz Neues. Die heißen so Painted. Also sie werden nachgemalt. Die sind nicht gerade günstig. Die sind ziemlich teuer von Star Wars. Ich weiß nicht, ob ich die Paint-Einheiten kaufe. Also wie gesagt, die sehen dann etwas anders aus. Diese Figuren sehen dann etwas düster aus, weil die richtig bemalt werden. Also nicht so Plastikpüppchen da. Sind natürlich aus Plastik, ist richtig. Aber die werden nachkoloriert. Aber da kostet an sich 24,99. Sagen wir mal Anakin Skywalker. Und gepainted. So richtig toll mit richtig tollen Sachen um die 80 Euro. So, und wenn man die dann schon mal einkauft für 80 Euro plus Versand, dann sind wir schon mal bei 83 Euro. Weiß ich natürlich nicht, ob, ja, sind auch verschiedene Köpfe bei, einmal ein Schreihindekopf und dann einen normalen Kopf, und die sind richtig duster gemacht, also richtig toll. Und man hat auch ein bisschen was dazu gepackt, aber also, wie gesagt, aufgewertet, richtig gut aufgewertet. Aber ja, ob ich sowas mal anbieten werde, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so sagen. Ja. Also wie gesagt, die sind bemalt, sind ehemalige Bandai-Sachen, die dann nachkoloriert wurden. Und ihr wisst ja, Bandai ist ja so eine Geschichte, wo man alles so zusammenstecken muss, dann sollte man filigrane Finger haben. Wenn man keine filigranen Finger hat, dann zerbricht das. Das bringt dann nichts. So, ich bedanke mich, wie gesagt, total recht herzlich, dass, wie gesagt, Anita und Maya da waren. Da ist er nochmal. Ich finde das toll, der bleibt auch drin, ihr merkt, passt auch. Das ist beim Aufräumen, Arbeiten ist er gefunden worden. Und dann habe ich auch mein Nikoläuschen bekommen, was ich wirklich mich bedanke, öffentlich bedanke für mein Nikoläuschen. Manchmal dauert das Jahre, bis ich die esse. Ihr merkt schon, dann esse ich es nämlich nicht. Wie lange darf ich die? Ein Kollege hat zu mir gesagt, immer kannst du lange irgendwann, ne? Okay, wenn die dann irgendwann mal bitter schmeckt, dann habe ich Pech. Weil solche netten Geschenke, ja, ich achte darauf. Wenn man ein nettes Geschenk, dann bewahre ich das auch auf. Ne? Also ist halt so. Und die werde ich jetzt gleich gut wegtun. Also noch einmal total recht herzlich, dass ihr da wart. Und wir hatten ja, wie gesagt, viel Spaß gerade hier. Heute ist der Tag, wo Nils Richtung Berlin gefahren ist. Und Pia war in Berlin, ist also wieder zurückgekommen und hatte heute ein leckeres Weihnachtsessen. Haben wir uns auch gerade angeguckt. Ja, wir als Cobra 11 Team hier, Fan. Wir sind halt nur die Fans, ich bin der Admin. Und wir haben zwischendurch so viel Spaß miteinander hier. Und wir werden aber so sicherlich noch eine Story drehen. Da haben wir auch gerade drüber gesprochen. Könnt ihr schon mal sehen, so zwischen dem 15. und 20. rum. Werden wir dann aufzeichnen und auch gleichzeitig hochfahren. Dann könnt ihr euch das anschauen. Wie gesagt, ist ja ein Riesenzweig mittlerweile bei Facebook. Man muss ja überall hin, mal zur RTL-Gruppe, dann wie gesagt zu der anderen Gruppe, dann zur Familiengruppe und all solche Sachen. Ja, ne? Ja, das ist halt so. Also ich grüße, also heute ist Nikolaus und deswegen waren auch viele hier. Haben also viele Grüße dagelassen. Und jetzt, ja, jetzt würde ich sagen, werde ich mich mal ein bisschen zurückziehen und mal so ein bisschen Kaffee trinken und mal ein bisschen was essen, aber und mir das hier anschauen. Also, ne, ich schaue mir den nochmal an. Und den tue ich jetzt gut weg, damit dem ja nichts passiert. Ne? Ist klar. Ne? Ja.
steht nicht drauf, wann das war, aber es ist und bleibt Han Solo. Han Solo. Ne? Von Legoland. Genau. Legoland und Han Solo. So, jetzt macht's gut, meine lieben Freunde. Wir erleben uns. Ja, mal schauen, wie Weihnachten hier noch so wird. Ne? Und jetzt. Yeah! Aus. Kann er rumdrücken, wie ich will. Es geht nicht aus.